Hast du dir schon mal überlegt, was du alles tun könntest, damit deine Zirbeldrüse richtig gut funktioniert? Es gibt so viele wichtige Punkte, die ich heute gerne mit dir durchgehen möchte. Und natürlich werden wir auch am Ende des Videos eine hochenergetische Meditation machen, um die Zirbeldrüse zu unterstützen. Die Zirbeldrüse ist so ein ganz mini kleines Organ und sitzt im Kopf zwischen der Stirn und dem Hinterkopf in der Mitte ungefähr. Und darum geht es heute. Du wirst am Ende des Videos eine hochenergetische Meditation mit Energien bekommen, die deine Zirbeldrüse ausdehnen und aktivieren. Und vorher besprechen wir all die Punkte, die du beachten kannst, um deine Zirbeldrüse im täglichen Leben zu unterstützen. Ich freue mich auf dich. Gleich geht's los. Schön, dass du da bist, Smarana. Ja, unsere Zirbeldrüse, ich habe schon gesagt, die sitzt ungefähr in der Mitte vom Kopf, zwischen dritten Auge und hinterer Schädeldecke in der Mitte so. Und ist so ein mini, mini, ganz kleines Organ nur, aber so immens wichtig für die Entwicklung in der Spiritualität. Denn die Zirbeldrüse bringt uns auch Verjüngung. Die Zirbeldrüse unterstützt deine Fähigkeiten, je nachdem, wie sehr gut deine Zirbeldrüse aktiviert ist, unterstützt wird von dir, umso mehr und besser hast du Zugriff zu deinen Fähigkeiten. Und das ist uns ja allen so sehr wichtig, dass wir mit unseren Fähigkeiten arbeiten können. Und ich für mich persönlich wünsche mir, dass du einen ganz dollen Zugriff durch die heutige Sendung bekommst auf deine Fähigkeiten, dass du wirklich deine Fähigkeiten intensiver spüren wirst und auch, dass vielleicht die Verjüngung in dir besser voranschreitet, dass du eine glättere Haut bekommst und insgesamt dein ganzer Organismus so einen Schub der Regeneration bekommt. Ja, schön, dass du da bist und ich habe auch wieder Folien vorbereitet, damit, wenn ich das erzähle, dass ihr es dann auch noch mal nachlesen könnt und sich so das Wissen bei euch noch viel intensiver integrieren kann. Manche Menschen haben ja das Glück, dass sie von Haus aus gut mit dem dritten Auge sehen. Aber dann gibt es so viele andere Menschen. Und zum Beispiel rufen mich viele Menschen an und sagen, was soll ich denn nur machen? Ich kann nicht sehen. Und allein dieser Satz, ich kann nicht sehen, stimmt ja schon mal nicht. Man denkt, man könnte nicht sehen, denn diese Anlagen sind ja doch da, in Form der Zirbeldrüse und dem dritten Auge. Und meistens blockiert man sich ja selbst mit diesem Ich kann nicht sehen. Allein schon der Satz ist eine Blockade sozusagen. Und auch wenn man sich sehr unter Druck setzt, um eben in einer Meditation etwas zu sehen oder zu fühlen, dann geschieht erst recht nichts. Die Energien sind nämlich ganz schön sensibel. Und jeglicher Druck bringt diese ganze Sache zum Stocken und dann sieht man nichts und fühlt man nichts. Und wenn man dann noch mit dem Verstand gerne kontrolliert, passiert auch nichts. Also an alle unter euch, die sehr im Verstand behaftet sind, die alles mit dem Verstand erklären möchten und eben da ja so aufgestellt sind, lasst die Kontrolle los und gebt euch einfach mal hin, lasst euch tragen von den Energien und dann, wenn ihr nichts erwartet, dann kann was passieren. Ich weiß, dass das gar nicht so einfach ist, aber es ist möglich, es ist möglich. Ich hatte mal einen ganz schweren Fall, in Anführungsstrichen natürlich, in einem Webinar, da ging es um Hellsehen lernen. Und dieser Mann, es war ein Mann, der sagte zu mir,
Ich sehe überhaupt nichts und das war bei mir schon immer so. Und das ist einfach so. Er war natürlich auch verzweifelt, er wollte gerne sehen, aber es hat eben seitdem nicht geklappt. Und er war auch schon Ende 60, also fast 70 Jahre alt. Und wenn man sich überlegt, ein ganzes Leben lang hat er also damit zu tun gehabt, dass er nicht sehen konnte. Und dann haben wir also das Webinar gemacht. Und da sind ja auch verschiedene Techniken, die ich dabei vermittle. Und am Ende des Webinars sagte er zu mir: Also, es ist unglaublich, ich habe das erste Mal in meinem Leben etwas gesehen. Und das war so schön. Ich war so stolz auf ihn. Das war wirklich klasse. Er hat also wirklich auch alles umgesetzt, was da gelehrt wurde und hat tatsächlich also Bilder gesehen mit seinem dritten Auge. Und was ich euch auch noch sagen wollte, es ist nicht so, dass man, wenn man mit dem dritten Auge sieht, alles ganz klar wie im Fernsehen oder in einem Film sieht. Das können manchmal Szenen sein, die komplett klar sind. Da hatte ich zum Beispiel auch mal ein Erlebnis. Ich war am Wochenende in Hamburg bei Freundinnen gewesen und dort haben wir also energetisch gearbeitet, privat zu dritt und das war alles so richtig, richtig schön und hochintensiv. Und ich bin dann nach Hause gefahren und ich war damals mit dem Zug unterwegs und dann saß ich so in meinem Stuhl und habe dann noch mal so zurückgedacht an alles, was geschah. Und auf einmal habe ich Jesus vor mir gesehen, aber jeden Gesichtszug komplett klar. So wie wenn du, so wie du mich jetzt siehst hier auf dem Video. So komplett klar. Ich bin so richtig erschrocken. Ich habe gedacht, oh wow, das kann ja gar nicht sein. Also es gibt es natürlich. Aber sehr oft sind die Dinge, die man also mit dem dritten Auge sieht, eher unscharf noch, also das entwickelt sich halt, ne? Das ist so ein Entwicklungsgang, dass ich möchte euch einfach diese, was soll ich denn sagen, möchte euch das nehmen, dass ihr denkt, ihr müsst sofort ganz klar sehen können. So ist es nicht. Es ist ja ein steter Entwicklungsprozess und für alles, was ihr seht, könnt ihr dankbar sein. Denn ihr wisst dabei, das Auge ist dabei, sich zu öffnen, immer mehr zu öffnen und zeigt dann immer mehr. Und wer was tun möchte für seine Zirbeldrüse, der darf sich auch gerne bei mir immer zum Gesundheitsabend anmelden, denn da wird einmal im Monat wird die Zirbeldrüse aktiviert, ausgedehnt und gereinigt. Das ist etwas, was man energetisch tun kann. Und ich komme nachher auch noch zu den Punkten, die man sonst noch im alltäglichen Leben tun kann für seine Zirbeldrüse. Jetzt kommen wir erstmal zu der ersten Folie und da geht es darum, festzustellen, wo sind denn jetzt im täglichen Leben die Dinge, die mich belasten bzw. meine Zirbeldrüse belasten. Und da habe ich mal was zusammengeschrieben und das schauen wir uns jetzt mal an. Schaut mal, das ist eine ganz lange Liste. Also, wenn man zum Beispiel unruhig ist und sich nicht fallen lassen kann, dann stimmt da schon was nicht. Wenn man in der Meditation sich nicht so richtig fallen lassen kann, das heißt, wenn der Verstand kontrolliert, also da ist der Verstand, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, meistens ein Blocker, der also das Fallen lassen kontrolliert. Und ich meine, wenn du überlegst beim Meditieren, was kann dir schon passieren, wenn du dich fallen lässt? Du kannst tiefer fühlen und das ist ja das, was wir gerne alle möchten. Und viele oder einige Menschen gibt es ja auch, die können sich tatsächlich, die sagen zu mir, ich kann nicht träumen. Und es ist ja so, dass tatsächlich jeder Mensch träumt. Und wenn man sich dann nicht an diese Träume erinnern kann, dann ist das ein Zeichen dafür, dass auch das dritte Auge nicht gut entwickelt ist und dass die Zirbeldrüse dringend Hilfe bedarf. Also dieses, man, es ist, es kann schon sein, dass man sich mal an einen oder zwei Träume nicht erinnern kann, aber man sollte eigentlich sich an viele Träume erinnern können, denn es sind ja auch Botschaften vom Unterbewusstsein, die angeschaut werden wollen. Dann
Ist ja auch so, wenn wir jetzt meditieren und da wird ja auch beschrieben, was geschieht in der Meditation und da sieht man oft die Bilder, die da beschrieben werden oder man sieht Farben. Also man folgt der Meditation, wenn man sich dann tatsächlich gut fallen lassen kann, folgt man der Meditation einfach und nimmt diese Bilder wahr. Ich weiß, dass es von euch ganz, ganz viele können und das freut mich auch sehr. Und manche von euch, die wissen das sogar schon, bevor ich zum Beispiel so etwas ausspreche, Entschuldigung, dann wissen die das schon, dass das kommt. Und wenn das dir auch so geht, dass du schon vorher tatsächlich weißt, was ich sagen werde, dann bist du total eng mit mir verbunden und total tief in der Meditation drin. Das ist eine wundervolle Eigenschaft und wenn du da ein bisschen weiter machen möchtest, denn das ist nur noch zwei, drei kleine Schritte hin zum Channeln. Also das ist richtig, richtig gut, wenn du auch öfters mal das so erlebst, da kannst du schon sehr stolz auf dich sein. Dann haben wir auch noch den Punkt mit der Kreativität und der Vorstellungskraft, weil um kreativ zu sein, hat man ja ein Bild im Kopf oder eine Vorstellung von dem, was man gerne machen möchte. Ja, wenn ich dir jetzt zum Beispiel einfach mal erzähle, wir möchten im Garten eine Hecke anpflanzen und dann vor der Hecke soll eine gemütliche Ecke sein zum Sitzen mit einem Gartentisch und Bänken und Stühlen und es soll so rattan sein aus dem Holz und dann könnte ich mir vorstellen, dass einige von euch das bildlich vor dem Auge schon sehen. Und das meine ich mit Vorstellungskraft. Ja, oder wenn es jetzt heißt, es gibt ein Webinar und da wird dies und das gemacht, dann ist das auch schon richtig präsent bei mir jedenfalls vor meinem dritten Auge. Ich sehe das und weiß schon eigentlich alles, was da zu tun ist. Das ist schön, wenn es so ist und wenn es noch nicht so ist, dann heißt es an dir arbeiten. Viele Menschen sind unruhig und nervös. Ich sage dann immer so, das liegt an der fehlenden Erdung und an dem fehlenden Vertrauen überhaupt zum Leben, diese Unruhe oder auch es gibt Menschen, die sehr schnell sprechen, sehr schnell und sehr viel. In dem Moment ist man nicht so richtig in der Mitte, sondern haspelt von einem zum anderen, so hetzt da so durch und verliert die Bodenhaftung, das Bodenständige. Also es ist ganz wichtig, dass du für dich feststellst, bin ich gut geerdet, bin ich in meiner Mitte, bin ich im Vertrauen zu meinem Leben. Das sind Punkte, die tatsächlich eine ganz große Rolle spielen. Und auch diese negative Orientierung gibt ja Menschen, die das haben, die, so war mein Ex-Ehemann, der hat, egal, ich konnte sagen, was ich wollte, sofort aufgezählt die negativen Punkte. Und also das ist schrecklich, wenn du mit so jemand zu tun hast. Ich kann da ein Lied davon singen. Dann diese Menschen, die sind in der Negativität gefangen, die kommen da gar nicht raus und ist natürlich die Zirbeldrüse total verstopft. Na, das ist klar. Also diese negative Orientierung, geht raus aus dem Negativen und konzentriert euch immer auf das Positive. Das ist ganz wichtig und dann habt ihr natürlich auch Freude. Je positiver ein Mensch denkt, umso mehr Freude hat er, weil er ja an jedem kleinsten Detail im Leben sich dran freuen kann. Ja, das ist einfach so eine riesig große Kraft, welche die Freude einem bringt. Und da kann man eigentlich auch ganz leicht hinkommen, indem man positiv denkt. Und wenn ihr das jetzt mal so, was ich euch gerade aufgezählt habe, so ja, überlegt, wo kann ich denn bei diesen Punkten noch an mir arbeiten? Fällt euch bestimmt das eine oder andere ein, was ihr noch so für euch verbessern könnt. Und ich würde mich freuen, wenn es euch hilft, um einfach da weiterzukommen. Ja, jetzt kommen wir mal zur zweiten Folie. Die habe ich hier. Das sind jetzt all die Dinge, die unsere Zirbeldrüse belasten im alltäglichen Leben und wo man so für sich selbst schauen kann,
Was kann ich vermeiden? Was kann ich da für mich verbessern? Als erstes habe ich mal das Fluorid aufgeschrieben. Das wissen alle, glaube ich. Das hat sich schon sehr rumgesprochen, dass eben Zahnpasta mit diesem Fluor die Zirbeldrüse sehr belastet. Das ist sehr, sehr schädlich. Also da gibt es jetzt auch im Supermarkt oder überall gibt es tatsächlich viele fluorfreie Zahnpasten, die man da auch nehmen kann. Was ein schwieriger Punkt ist, finde ich, das Leitungswasser. Das sollte man also energetisch reinigen. Das kann man gut tun mit verschiedenen Produkten. Bei mir gibt es zum Beispiel den Energie-Powerstab. Den legt man einfach an die Wasserleitung oder klebt den an die Wasserleitung dran. Der ist so groß, 12 cm lang, den kann man auch in die Hosentasche stecken. Und der würde dann das Wasser energetisieren, also und eben transformieren die negativen Stoffe, die da drin sind. Also guckt euch euer Leitungswasser an, guckt, was ihr da machen könntet. Man kann auch einfach die Blume des Lebens unter den Wasserkrug stellen und hat dann ein ganz besonderes Wasser zu trinken. Bloß aus der Leitung selbst, wenn man es nur so trinkt, ist im Moment ist das in Bezug auf die Zirbeldrüse bedenklich. Und wenn du überlegst dann auch noch, was alles in diesem Wasser sonst noch drin sein könnte, ist es eigentlich sowieso bedenklich. Obwohl ich selbst, ich trinke gerne dieses Leitungswasser. Aber ich habe ja auch den Energiestab, von daher geht es dann wieder einigermaßen. Und wer viel Salz isst, also wer viel Salz isst, in dem Salz sind auch einfach diese Stoffe, die die Zirbeldrüse sehr belasten. Das heißt, ein bisschen den Salzverbrauch einschränken, das wäre gut. Und wenn ihr jetzt Medikamente nehmen müsst, Antibiotika oder solche Dinge, die sind auch nicht gut für die Zirbeldrüse. Also manchmal, wenn man sehr krank ist, muss man das machen, aber letztendlich sind ja Medikamente sowieso, sag ich mal, nicht gut für uns und schaut zu, dass ihr da so wenig wie möglich nehmt. Was haben wir noch? Ja, die Teflonpfannen, also diese Teflonschicht auf den Pfannen, wenn die verletzt ist, wenn man da drin rumgekratzt hat oder so, dann gehen da Stoffe raus beim Braten in das Essen rein, die auch nicht gut sind für die Zirbeldrüse. Schade, ne? Ja. Und dann haben wir auch noch die Weichmacher in den Plastikflaschen. Ich meine, sowieso generell ist es sehr ungünstig, Wasser oder andere Getränke aus Plastikflaschen zu trinken. Ich rate euch echt dringend davor ab, nehmt Glasflaschen. Das ist viel, viel besser, denn in dem Plastik sind schädliche Stoffe, Weichmacher, die auch jetzt gerade bei den Männern ungünstig wirkt wegen der Fortpflanzung und dann auch noch die Zirbeldrüse belastet. Also das muss jetzt wirklich nicht sein. Dann haben wir, und das ist im Moment hochaktuell, die Desinfektionsmittel. Wenn wir uns also die Hände desinfizieren, dann solltet ihr danach nicht mit den Händen ins Gesicht greifen oder so, weil das dann, oder auch nicht damit essen, mit solchen Händen nicht essen. Also lieber die Hände waschen mit Seife, das ist besser und vielleicht erst nach dem Essen desinfizieren. Also da oder nicht so oft. Also da müsst ihr mal gucken, wie ihr das so für euch in euer Leben am besten integrieren könntet. Zahnfüllungen, Quecksilber, Impfungen, all da sind auch gefährliche Stoffe drin, die unsere Zirbeldrüse belasten können. Da müsst ihr gucken, was ihr für Zahnfüllungen habt und wenn ihr euch neue machen lasst, dass da eben keine Quecksilber sind. Ich meine, das ist schon alt. Ich denke, in der heutigen Zeit wird das schon lange nicht mehr gemacht, aber es war früher mal so. Und manche haben alte Zahnfüllungen und die kann man sich ja ersetzen lassen. Und dann ist das schon mal geregelt, das eine Problem. Was auch noch so ein Punkt ist, die Süßstoffe. Es ist ja gesund, Zucker zu vermeiden, aber dennoch, Süßstoffe sind jetzt auch nicht gerade die gute Wahl, so für mein Verständnis. Ich würde dann eher entweder gar keinen Zucker nehmen oder eben von Obst. Da ist ja genügend normale
Süße drinnen im Obst und also Süßstoff allein ist auch ungünstig, wenn es geht, vermeiden. Dann haben wir Raumdüfte, die sind vielleicht ganz schön und angenehm, aber die sind für die Zirbeldrüse wirklich nicht gut. Die Zirbeldrüse leidet unter Raumdüften, also nach Möglichkeit auch nicht verwenden. Und was halt auch noch zu sagen wäre, ein Schlafrhythmus, ein guter Schlafrhythmus und auch vor 12 Uhr ins Bett gehen. Das ist bei mir so eine Sache, ich bin oft noch bis 1 Uhr nachts wach. Ich habe jetzt schon mal versucht, das ein bisschen einzuschränken, dass ich also vor 12 versuche einzuschlafen. Das ist gut, es ist sowieso gut für den ganzen Körper und für das Hirn und für die Zirbeldrüse natürlich auf jeden Fall. Also der Schlafrhythmus sollte schon so sein, dass man nachts schläft und am Tag wach ist. Ein gesunder Schlafrhythmus. Und was eben auch sehr, sehr störend ist das WLAN. Das wir haben ja überall das WLAN und es hat ja so viele Vorteile. Vielleicht mag der eine oder der andere das WLAN nachts wenigstens ausschalten, sodass da der Schlaf, also der Körper sich in dieser Schlafphase wirklich gut regenerieren kann und somit auch die Zirbeldrüse neue Kraft bekommt. Es ist ja oft so, dass man sogar mit dem Handy im Bett einschläft. Passiert mir auch manchmal. Also da bin ich jetzt auch nicht so dolle. Aber ich habe halt auch Glück, dass meine Zirbeldrüse recht gut funktioniert. Also ja, überlegt einfach für euch mal, was ihr mit diesen ganzen Punkten, wo ihr die in eurem Leben verbessern könnt, damit es einfach, ja, damit ihr Unterstützung für eure Zirbeldrüse bekommt. Mensch, jetzt habe ich auch noch Sprachfehler. Ja, also das wären die Punkte, die mir sehr am Herzen liegen, die ihr, jetzt mache ich es mal wieder weg, die ihr so für euch mal überprüfen könntet und guckt, wo kann ich da noch Verbesserungen schaffen? Denn man hat gesehen, die Zirbeldrüse, die wird immer, immer kleiner. Bei den Kindern, bei den Neugeborenen ist die noch recht groß und je nachdem, wie man dann lebt, was man macht, wie man das fördert, schrumpft sie mehr oder weniger. Ja, ich habe jetzt mal, ich habe ja auch so ein tolles Auraspray zur Aktivierung des dritten Auges. Das nehme ich jetzt mal. Und ja, vielleicht liegt es da dran. Also dieses Auraspray, das macht ja schon ganz viel aus, dass von der Energie her, vom energetischen her eben einfach dann ein inneres Gleichgewicht entsteht und das sehr unterstützt wird. Und das, was wir jetzt gleich machen werden, die Meditation, da werde ich mit euch tief in die Energien reingehen, sodass ihr da auch nochmal eine Hilfestellung und Erleichterung bekommt. Ich wünsche mir ja so, dass es alles gut für euch ist, dass ihr davon sehr gut profitieren könnt. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude schon mal im Voraus. Ihr könnt euch einfach fallen lassen und genießen die Energien, wenn die jetzt zu euch kommen und entspannen. Je tiefer das geht, umso mehr und besser werden die Energien zu euch finden. So, ich rufe die Energie des Schutzes für dich und für mich. Ich hülle mich ein in die Energie des Schutzes und öffne meinen Kanal. Einströmt die Energie der himmlischen Leichtigkeit und Freude. Sie wird dich heute begleiten. Denn es ist die Leichtigkeit und die Freude, welche in dir deine Seele öffnen wird. Und je tiefer du dich jetzt in diese Meditation fallen lassen kannst, umso tiefer können die Energien zu dir fließen. Erlaube dir also, die Kontrolle jetzt abzugeben. Schließe deine Augen und gebe dich hin
Denn alles, was geschieht, geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle, in der hohen göttlichen Ordnung, so wie es vorgesehen ist. Und so rufe ich jetzt die Energie der Schöpferengel, denn die Schöpferengel werden dich jetzt begleiten. Es sind Energien der Schöpfung Gottes, welche dich in die göttliche Ordnung tragen werden. Welche in dir selbst die göttliche Ordnung wieder herstellen werden. Und so bitte ich dich, dich jetzt auf dein drittes Auge zu konzentrieren, währenddessen ich für dich an deiner Zirbeldrüse wirken werde. Die Unterstützung der Schöpferengel begleitet uns die ganze Zeit. Und so fließt nun ein regenerierende Energie, welche direkt zu deiner Zirbeldrüse fließt, welche sich sanft in und um deine Zirbeldrüse legt, welche deine Zirbeldrüse reinigt und ausdehnt. Dies dauert einen Moment und so lasse dich einfach fallen und genieße jetzt diese Energie. Die Energie fließt über meine Augen zu dir. Lass es einfach zu und spüre, wie die Energie durch dein drittes Auge zu deiner Zirbeldrüse fließt und die Verbindungslinien gestärkt werden. Ich bitte nun um reinigende Energien, welche dein drittes Auge von allen Strukturen oder von vielen Strukturen befreien, welche sich dort angesammelt haben und hinderlich für dich sind. Es geschieht jetzt in diesem Moment und es wird all das entfernt, was hinderlich ist. Nun fließt diese reinigende Energie direkt in deine Zirbeldrüse hinein und reinigt und regeneriert all das, was jetzt möglich ist. Lass es geschehen und lasse dich fallen. Die Energie fließt über meine Augen zu dir. Spüre die Kraft und spüre die göttliche Liebe
Spüre die göttliche Ordnung, wie sie nun zu dir fließt. Es ist ganz normal, dass du an deiner Stirn dein drittes Auge fühlst. Und es ist ganz normal, dass du vielleicht sogar in deinem Kopf die Zirbeldrüse spürst. Die Energien fließen für dich, sie wirken zu deinem allerhöchsten Wohle. Genieße alles, was geschieht. Und je mehr du dich fallen lassen kannst, umso mehr wird geschehen. Setze dich aber nicht unter Druck, denn die Energien suchen sich nur dann ihren Weg, wenn sie frei sind und wenn sie spüren, dass sie nicht kontrolliert werden. Es ist wie ein Heilbad für dich, für dein drittes Auge und deine Zirbeldrüse, ein Bad der Regeneration. Die Schöpferengel begleiten uns immer noch und es fließen die reinsten Energien der göttlichen Ordnung zu dir. Alles, was geschieht, ist ein Geschenk Gottes. Es ist wie ein Segen der geistigen Welt. Und du bist es wert, dieses Geschenk zu bekommen. So fließt nun die Energie noch ein wenig, noch ein paar Augenblicke zu dir, damit du nicht überanstrengt wirst. Und dann, nach einer kleinen Weile, fließt die Energie wieder ab. Alles, was geschehen ist, jetzt in diesen Momenten, hat Gutes in dir bewirkt. Vielleicht fühlst du, dass dein Blick sich verändert hat, wenn du später deine Augen öffnest. Und auch, falls du überhaupt nichts fühlen solltest, kannst du darauf vertrauen, dass ganz viel geschah. Und so komme nun ganz langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Probiere aus, wie es ist, wenn du zuerst lächelst und dann deine Augen öffnest. Nehme dein Geschenk dankend an. Es ist ein Geschenk der größten, vollkommensten Liebe Gottes, welches nun in dir ruht. Die Energien wurden übertragen und sie suchen sich ihren Weg. Sie werden dich heute noch den ganzen Tag begleiten. Ich danke dir, Smarana, Smarana. Das, wenn du das heute gemacht hast, kannst du als Unterstützung immer wieder mal wiederholen, besonders dann auch, wenn du an der Zirbeldrüsenaktivierung teilnimmst, welche ja ich einmal im Monat anbiete. Und dann wirst du sehen, dass sich da etwas in dir entwickelt. Oh Gott, ich habe so einen Blick, der geht richtig durch die Materie durch, der ist so intensiv, durch die Energieübertragung. Und ich freue mich, dass du hier warst. Ich habe dich ganz, ganz lieb und mir ist es so wichtig, dass es dir gut geht. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.